Splatoon 3 ist da und Chris hat da mega Ahnung von, weil er hat die beiden Vorgänger gespielt. Genau. Ich habe, Schande über mich, noch nie Splatoon gespielt und deswegen machen wir heute ein Noob versus Pro-Ding oder eher so eine Art Noob-Guide für euch und mich oder eben auch lustiges Let's Play. Wir machen so einen Mix daraus, wir erklären ganz viel und wir zeigen euch was und es gibt was zu gewinnen. Dreimal Splatoon 3 inklusive Merch-Paket hat Nintendo uns in Aussicht gestellt für euch. Wie ihr das gewinnen könnt, erklären wir gleich. Los geht's. So, ich habe meine Switch auch da. Ja. Allerdings, das vorweg, Splatoon 3 ist ein Multiplayer-Spiel, was kein Splitscreen hat und auch kein Couch-Koop sozusagen, es sei denn, man sitzt mit zwei Switchen auf einer Couch. Wie das im normal geführten Haushalt so ist. Ja. Also um es auf Deutsch zu sagen, jeder, der mitspielen will, braucht eine Switch und ein Spiel. Deswegen musste ich jetzt meine. Aber ihr seht halt das, was Chris macht. Der ist im Moment in irgendeinem Proberaum und hat schon mal ein Spiel eingelegt und ballert fleißig rum. Sag doch mal, was wir jetzt machen. Wir hauen jetzt fremden Leuten im Internet auf die Fresse. Nein, wir versuchen jetzt gerade zu zweit zu spielen, wenn Vio mal die Einladung endlich annehmen würde. Wo denn? Keine Ahnung, ich habe einen Raum mal erstellt. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit Freunden gespielt. Ich habe nicht so viele Freunde. Da! Das sind zwei Einladungen. Du hast einen Raum für Standardkampf erstellt und du hast einen privaten Raum erstellt. Welchen soll ich denn nehmen? Den privaten. Den Code habe ich kreativ gemacht. Dieser gewählte Raum wurde leider bereits geschlossen. Dann nehme ich mal den anderen. Ne? Mit Code. Wer ist denn der Code? Das ist 4 mal die 0. Geil. Es ist einfach schön, dass nach einer Minute schon klar wird, dass dieses angekündigte, hier ist der Profi und ich bin der Noob. Vielleicht ein wenig hochgeschossen. Ja, nein, das Ding ist halt, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich bin ja jetzt auch, wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr länger schon zuschaut, nicht so der begeisterte Shooter-Spieler. Und es ist ja einfach ein Shooter, ob mit Farbe oder mit Munition, macht ja in dem Moment keinen Unterschied. Aber ich habe jetzt gezwungenermaßen, ja, weil ich mich ja auch vorbereiten musste, ich bin bereit, es passiert aber noch nichts. Musste ich mich ja ein bisschen auf das Spiel vorbereiten und wir wollen euch heute ja auch noch den Modus Salmon Run zeigen und dafür du musst es mal starten, glaube ich. Ich habe doch schon gestartet, Spieler suchen. Achso. Und da muss man Level 4 sein, um den überhaupt spielen zu können. Also musste ich ja gezwungenermaßen auf Level 4 spielen, beziehungsweise mein Sohn, den ihr ab und zu lachen hört, der hat auch hochgelevelt und seitdem beschäftige ich mich intensiv mit Splatoon 3 und ich komme so langsam in die Feinheiten. Mhm. Aber gerade was so Steuerung und Tipps und Tricks angeht, da musst du gleich echt nochmal ein bisschen was erklären. Was spielen wir denn jetzt eigentlich? Ganz normal einen Revierkampf. Genau, wir spielen ganz normal einen Revierkampf und das ist ja auch eine besondere. Oh, dann hätte ich aber eine andere Waffe nehmen wollen. Ich wollte doch den Farbroller für Revierkampf. So, auf jeden Fall ist das Schöne bei diesem Spiel, andere Spiele versuchen das ja auch, dass es nicht immer nur um Kills geht. Hier geht es halt einfach darum, möglichst viel Farbe auf eine Fläche zu machen. Ja. Die Farbe des Gegners wegzumachen. Deswegen nehme ich immer den Farbroller. Das ist so eine große, dicke Rolle, mit der kann man einfach alles einfärben. Das klingt prinzipiell erstmal sympathisch. Ja, und sinnvoll halt. Und sinnvoll. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Und wurde von so einem Farbroller-Typen fertig gemacht. Siehst du? Ganz wichtig ist, man kann mit X, wenn man gestorben ist, in so ein Menü gehen und kann direkt zu seinen Teammates fliegen. Ah ja? Da muss man nur aufpassen, weil man ist halt gefühlte 30 Sekunden in der Luft und es wird frühzeitig quasi ein Symbol auf dem Boden gezeigt, dass die Leute wissen, ah, da kommt gleich jemand. Okay. Also sprich, da kann jemand einen sogenannten Spawn-Kill machen. Easy. Ja, das ist ja gemein. Und genau, da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. Deswegen als Anfänger würde ich, glaube ich, ein bisschen davon abraten. Da habt ihr es jetzt gesehen. Da landet jetzt einer und ich... Den habe ich nämlich auch kommen sehen. Aber das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus für uns. Nee, ist richtig. Ich kann ja jetzt gerade nicht hochgucken, die Map aufrufen. Dann können die Zuschauer mal ein bisschen sehen. Ja, sieht gut aus. Oh Gott, jetzt habe ich auf die Map geguckt. Sorry. Ha, ich habe einen erwischt. Sehr gut. Und ich finde, Splatoon, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, der dritte Teil ist ja genauso wie der zweite Teil, wenn man so will. Böse Zungen könnten das so formulieren. Macht halt genauso viel Spaß aber auch und füllt meiner Meinung nach so eine Lücke, die es einfach gibt, weil es einfach ein nicht so stressiger Shooter ist. Ist jetzt halt kein... Mein Gott, ich zieh grad dumm.
Es ist halt kein Call of Duty oder so, wo man das Gefühl hat, wenn ich hier nicht in der Nanosekunde richtig reagiere, bin ich am Arsch. sondern es ist halt alles ein bisschen entspannter. Also ich muss sagen, was mir sehr gut gefällt, ist halt die Unterschiedlichkeit der Waffen. Ja, sehr guter Punkt. Kombiniert mit dem unterschiedlichen Level-Ziel oder Match-Zielen. Ja? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Modus hier spiele, mit färbe möglichst viele Bereiche ein. Weil klar tötest du auch Gegner zwischendurch. Ja. Aber darum geht es ja eigentlich nicht, um das Ding zu gewinnen. Dann nehme ich doch kein Snipergewehr sozusagen. Ne? Das macht ja in dem Moment einfach keinen Sinn, weil du damit viel zu wenig Fläche und viel zu wenig effektiv. Ja, aber auf der anderen Seite kriegst du halt, wir haben ganz lang so geführt und jetzt liegen wir echt mal hin. Ja, ich bin auch gerade saudumm einfach blind in einen reingelaufen. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du halt das Snipergewehr richtig nutzt, kannst du dem Team halt helfen, indem du die Leute die ganze Zeit weghaust. Ja. Oh, das wird aber knapp. Das wird knapp, aber ich glaube, wir haben verloren. Ja! Oh, das war nicht mal knapp. Nee, war nicht mal knapp. Ja, aber ich finde schon, dass es Spaß macht. Sie sind mit, ich glaube, 3 Minuten Spielzeit auch echt kurzweilig, die Matches. Ja. Und vor allen Dingen, ich werde übrigens noch ein Video machen, schon mal vorweg, wo ich so ein bisschen teste, wie klappt das mit Kindern? So, ne? Weil es ist ab 6 freigegeben. Es gibt nicht viele Shooter für Kinder ab 6. Das kannst du an einer Hand abzählen. Wie klappt das? Da mache ich auch noch ein Video zu. Aber es ist natürlich ein absolut Familie. Aber warte, ich wollte doch anpassen. Machen wir noch so einen einfach genau. Nein, lass mal stoppen. Man kann jetzt nicht mehr stoppen. Ja, das ist auch beschissen. Ich wollte einen anderen. Nein, lass mal eben beenden, bitte. Ich kann auch nicht beenden. Wie, du kannst dich beenden? Wie soll ich denn jetzt hier beenden können? Da einfach irgendwie kalt rausgehen. Dann kriege ich Ärger von Nintendo. Das ist mir egal. Geh da jetzt kalt raus. Wir machen einen Cut. So, jetzt sind wir wieder raus aus dem Menü. Man kann echt, wenn man ein Match einmal gestartet hat, das leider nicht abbrechen. Fürs Protokoll, ich habe gewonnen. Das lag überhaupt nicht an mir, aber mein Team hat es gut gemacht. Wo gehst du hin? Was machst du? Ich gehe jetzt wieder in die Lobby. Dann sehen die Leute auch mal, wie man so einen privaten Match erstellt. Man muss nämlich erst Rechtsklick machen. Mit Freunden. Mit Freunden. Genau. So, dann mache ich jetzt den Standardkampf. Achso, ich sollte vielleicht auch mal einen neuen Raum erstellen. Code festlegen. Machen wir wieder. Ich möchte jetzt eine andere Waffe haben erstmal. So, dann nehme ich nämlich jetzt mal besagten Farbroller, den ich so gerne spiele. Und da muss man kurz auch sagen, es klappt sehr gut. Bist du bereit schon? Kann ich schon joinen hier? Ja. Was ich jetzt sagen wollte, bei Splatoon 2 war das, wenn du zu zweit gespielt hast, dann oder zu dritt, dann konnte es auch mal gut sein, dass du nicht im selben Team gespielt hast. Du hast zwar zusammen gespielt, aber nicht im selben Team. Das ist irgendwie nicht so geil und das haben sie jetzt besser gelöst. Oh nein. Die Arenen und der Kampfmodus wurde aktualisiert. Ich weiß nicht, das macht das Spiel ab und zu. Und sag dir Bescheid, dass das aktualisiert wurde und dann bist du erstmal wieder raus und ist erstmal die Internet-Connection weg. Genau, das ist übrigens eines der klassischen Features von Splatoon, wo man Nintendo auch sagen möchte, warum macht ihr das? Alle 2 Stunden wird nämlich der Modus erneuert, dann gibt es neue Maps. Jetzt ist der Raum nämlich schon wieder zu. Also hast aber ich habe neun gemacht. Okay. Alle 2 Stunden gibt es da quasi einen neuen Modus und neue 2 Maps. Sieht man jetzt unten, es gibt 2 Arenen. Die Makrelenbrücke und die Schwertmuschelreservoir. Reservoir. Und warum man das macht, ist mir auch schleierhaft. Okay. Wir waren ja aber eigentlich stehen geblieben, alle möglichen Dinge noch zu erklären. Also, was man auf jeden Fall sagen muss, es ist ein absolutes Multiplayer-Spiel und dafür braucht man ja zwingend auch Nintendo Switch Online als Abo. Ja. Du kannst diesen Story-Modus auch noch spielen, einzeln, offline, aber das ist auch alles und das ist auch nicht besonders viel. Mhm. Also das Hauptaugenmerk liegt ja schon auf Multiplayer-Kämpfen. Das heißt, ihr müsst euch auch dessen bewusst sein, wenn ihr euch das Spiel holen wollt, dann braucht ihr definitiv auch so ein Nintendo Switch Online-Abo. Ja, es ist ein guter Punkt, weil man ja oft dann immer doch hört, es gibt Singleplayer, ja, dann hole ich mir das doch mal. Würde ich bei so einem Spiel, dafür ist es zu teuer. Nee, das ist wie wenn du dir jedes andere Multiplayer-Spiel holst, was vielleicht eine Kampagne dabei hat, aber... Also ich würde die Kampagne gerade für Neulinge, ist die, glaube ich, sehr gut. Ah, wer war das?
mich und meinen Farbroller erledigt. Ja, es macht mir aber durchweg Spaß, immer mal wieder so ein Match hier gerade einzulegen. Ja. Und das sage ich als jemand, der halt sonst Shooter wirklich kaum spielt, weil ich die halt einfach dann zu wiederholend finde. Ne? Also ich mag ja gerne Spiele mit Story und ich bin ja auch kein Multiplayer-Spieler, habe ich alles schon tausendmal in unseren Videos erklärt. In diesem Fall ist es aber aus irgendeinem Grund schon so, dass, weil die, vielleicht weil die Partien auch so kurz sind, dass ich da gerne immer mal wieder rangehe. Ne? Ja, ja, also die Länge ist für mich auch auf jeden Fall ein positiver Punkt. Also vielleicht gar nicht mal so jetzt stundenlang spielen. Oh Mann. Aber mal eben so ein Match. Das geht ja ganz super. Was ich schon gewöhnungsbedürftig finde, ist eben auch diese Steuerung, dass du halt gar nicht mal so hoch springen kannst, ne? Ja. Aber dafür eben diesen Tintenrutsche sozusagen benutzen kannst, um Wände hochzugehen oder was. Aber dafür muss es halt auch erstmal alles eingefärbt sein. Und dafür musst du auch Tinte haben. Also ich finde schon, so wie man sonst mit seiner Munition, da sammelst du dann halt irgendwie ein Moonpack auf und dann hast du wieder Schuss, ja? Und hier musst du halt ständig wechseln zwischen Schießen und Tinte aufsaugen. Ja, stimmt, du hast so einen Rhythmus. Du hast so einen Rhythmus, ne? Und das macht viel Spaß, finde ich, diesen Rhythmus zu finden, weil, das hatten wir ja auch gerade schon, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Die Waffen sind super, super unterschiedlich. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Regenschirm genommen. Ja, den kenne ich. Mir ist der noch neu. wie man wahrscheinlich auch sieht, wie ich hier gerade spiele. Es ist aber ein ganz anderes Spiel als das, was ich vorher hatte. Du hast jetzt einen Tintenroller, der halt eine ganz krasse Nahkampfwaffe ist. Und das ist einfach geil, wie kreativ sie da waren. Also bei den Kollegen hier, unseren Gegnern, aktuell funktioniert der Farbroller, den ich da habe, leider nicht so gut, weil mit dem kann man sich normalerweise eigentlich ganz gut so anschleichen und den dann wirklich von hinten eins auf den Kopf geben. Aber diese hier, die haben irgendwie ihre Augen überall und sehen mich immer schon. Das macht... Oh, damn it! Ah, fuck. Keine Mühe. Ja. Das war eine ganz schlechte Runde. Wir sollten hier dringend einen Cut machen. Echt nicht gut. Echt nicht gut, die Runde hier. Schade eigentlich. Aber nicht schlimm, 3 Minuten meines Lebens mal wieder verloren. Man kriegt ja trotzdem Erfahrung zu. Oh, ja, ja, komm, besseres. Ja, ist schon schlecht. Über 25 ist in Ordnung. Aber ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich, ich spiele doch genauso wie immer und manchmal gewinnt man. Es kommt wirklich auf die Teammates an oder eben die Gegner. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist halt ein Teamspiel. Ne? Wenn du ganz alleine super gut bist, das bringt dir halt nichts, ja, weil du gewinnst dann trotzdem nicht, weil du schaffst es nicht. Aber auch da ist halt natürlich wieder von wegen Teamspiel. Eigentlich wäre Voice Chat nativ, wäre hier super. Allerdings geht es auch wieder nur über Umwege. Ne? Du kannst dann auf dem Handy die Nintendo Switch Online App anschmeißen, dann kannst du halt da den Voice Chat aktivieren und dann hast du dein Handy neben dir liegen und dann hast du einen Voice Chat. Das ist ja immer auf der Switch so ein Ding. Das hätte man mal jemandem vor 10 Jahren sagen sollen, dass das die Zukunft ist. Da hätte jemand nicht geglaubt. Aber so ist das. Was machen wir? Wir wollten diesen Stamen Run nochmal zeigen. Genau. Und den erstmal finden ist schon eine Herausforderung. Da habe ich ihm erstmal eine WhatsApp geschrieben. So, wo ist das denn? Also wichtig ist erstmal Level 4 werden. Ja. Und dann muss man hier die Bear Company finden. Jetzt. Ja, die Bear GmbH. Die Bear GmbH, sorry. Du kannst auch über das Menü gehen. Genau, weil ich habe, das wollte ich jetzt dauernd. Die Stadt finde ich super unüblich. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Ahnung, wo dieser Laden hier ist. Ich finde den immer, indem ich ihn hier suche. Und darüber dahin gehe. Ja, dann muss man da so ein Tutorial erstmal machen. Genau, das finde ich aber ganz cool. Man sieht, ich bin erst eine Teilzeitkraft, ich habe also noch gar nicht so viel gemacht. Ich habe das einmal gespielt, ich bin Azubi. Ich gehe einmal raus, damit wir sehen, wie es von außen aussieht. Mal gucken, ob das klappt. So. Ein sehr unscheinbarer Eingang, ja. Ja, vor allem, also ich kann jetzt die Inkling-Schrift halt nicht lesen, nee. Deswegen sehe ich da auch nichts von einem Bär. Aber auch, dass bei einem Bär man Wellenmodus findet, wo man Fische tötet. Nicht ganz ersichtlich. So, warte, mit Freunden, ja. Genau, wir können jetzt hier mit Freunden sagen und dann würden wir quasi mit Freunden und Unbekannten arbeiten. Oder wir können komplett verrückt sein und nur zu zweit quasi spielen. Aber das ist, glaube ich, verrückt. Ja, lass es mal so machen. Weil das schaffst du ja nicht. Also so kriegen wir auch Erfahrungspunkte, so nicht.
Ne, das also wir sollten schon gucken, dass wir auch mit anderen irgendwie spielen, weil sonst haben wir ja gar keine Schnitte, ne? Ja. Aber du bist ja jetzt... Also dich ziehe ich da schon durch, das ist schon okay. Okay. Raum erstellen. Und wieder... Ja, aber dann kann ja wieder kein Fremder mitspielen. Doch, doch, doch. Doch? Ja, ja. Okay. So, wo muss ich jetzt hin? Zum Bär. Ja, nein, ich bin schon beim Bär, aber dein Raum ist noch nicht da. Raum, jetzt ist er da. Da ist er jetzt. Okay, was hast du für einen Code genommen? Ich habe nicht geachtet. Wieder nur. Mal die Null. Was muss man zu dem Salmon Run sagen? Das ist im Endeffekt... Horde-Modus. Horde-Modus, der Zombie-Modus von Call of Duty wird da auch oft genannt. Ja, das heißt, Wellen von Gegnern kommen an und müssen erledigt werden und werden immer stärker. Genau. Bis zum Boss. Was hier halt noch so eine kleine Sache ist, man muss goldene Eier kriegen. Und diese goldenen Eier kriegt man, indem man Bosse tötet. Und die werfen dann jeweils 3 Eier ab. Wenn man da nicht schnell genug ist, werden die wieder weggenommen. Das hier ist zum Beispiel... Oh nein, warte, ich muss ja eine andere Waffe nehmen hier. Oder wird die vorgegeben? Die wird vorgegeben. Ah. Warum eigentlich? Warum kann ich nicht wählen? Ich schalte im Revierkampf, verdiene ich mir ganz viel Münzen, damit ich endlich neue Waffen haben kann. Und dann wird die hier vorgegeben. Ja. But why? Das Leben ist unfair. So, also du hast diesen Modus noch fast gar nicht gespielt, habe ich jetzt rausgehört. Also musst du jetzt wirklich alles erklären. Also, ich weiß, ja, schießen, ne, Gegner abschießen, aber so die Feinheiten davon, die Tipps und Tricks, wie man so schön sagt. Also wichtig ist, wir haben 3 Schichten, drei Wellen, die wir hier machen müssen. Und wir müssen jetzt in der ersten Welle 6 von diesen goldenen Eiern bekommen. Diese goldenen Eier kriegen wir, indem wir Bosse töten. Bosse kommen immer mal wieder unregelmäßig hier raus, dann werfen sie ein Ei ab und das muss man dann hier in diesen... Wenn wo sind die denn? Die kommen ganz gut. Da. Aber man hat auch keine Map, ne, wo man die mal sieht. Genau, das ist das Problem. Da muss man immer versuchen... Oh, das ist ein ganz böser Boss. Der kündigt sich nämlich immer an. So, und jetzt habe ich hier ein Ei. Ne, ich habe... Doch, ich habe eins bekommen. Und das kann man... Ich nehme auch eins. So, jetzt habe ich eins reingeworfen und wir haben... Wo ist der Korb? Da oben. Jawohl. Und ihr seht, es ist leicht chaotisch. Ja, aber was ist denn da der besondere Gag? Also gibt es da irgendwie besondere Gegner, die man anders angeht? Oder die je nach Maps? Oder? Also die Bosse und die Maps sind immer random. So, man hört immer dieses Geräusch, dieses... Ja. Das ist quasi ein Boss. Dann weißt du, dass ein Boss kommt. Aber die kommen immer von der gleichen Seite, oder? Nee, jetzt kann man von der anderen Seite. Okay, weil da hinten... Ah, ich sehe schon. Ja, hier liegt noch eine. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man so eine Übersichtsmap nicht hat. Und man lässt ja, genau, man muss halt miteinander sprechen. Hier ist immer noch einer. Helft ja, mir, Leute. Ja, nehm schon. Sehr gut, sehr gut. Das ist der Korb. Da oben. So, wir haben jetzt unser Ziel erreicht und wir übererfüllen ist immer gut. Weil wir am Ende halt bewertet werden, wenn man so will. Und dafür kriegt man mehr Boni und damit kann man sich dann auch Sachen freischalten. Und ihr kennt das Spiel, es ist... Wer schießt denn da? Aber können die Viecher, wenn die denn den Korb erreichen, sozusagen uns die Eier wieder klauen? Nee. Oder sind die dann safe? Ne, die sind safe. Das Einzige, wie man sterben kann, ist halt, wenn wir alle gleichzeitig sterben. Das ist auch ein Punkt, wenn du stirbst, dann geht dein Ring schwimmt dann weiter und jemand muss auf dich schießen. Von uns. Zum Retten sozusagen. Zum Retten, Wiederbeleben. Genau, dann wirst du wiederbelebt. Und wenn alle gleichzeitig von uns kaputt sind, dann ist finito. Ah, jetzt habe ich diesen komischen Wisch-Wisch-Pinsel. Jetzt hier ist wieder ein Boss bei mir. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich habe zu mir. Da. Ja. Ich habe jetzt so einen komischen Wisch-Wisch-Pinsel. Ne? Was macht denn dieses komische Fieder? Da. Ich kann das nicht. Oh, ich bin tot. Ja, und ich kann diesen, der da Tinte vergießt, kann ich nicht, weil ich habe nur so einen Nahkampf-Wischwischpinsel. Dann eine Granate auf ihn werfen. Eine Granate in sein Ding rein. Aber hinter dir. Geht auch nicht. Ah, Oh Gott, jetzt letzter Spieler, Nicht gut, nicht gut. Du musst mich hier. Ich lebe ja gar nicht mehr. Ich bin nur noch so ein Rettungsring hier. Hallo. Hier, hilf mir doch mal. Da ist so ein Teamkollege, der hilft mir nicht. Ah, doch, hat er wohl. Ich habe ein Ei. Mensch, okay, jetzt habe ich das blöde Ei da gegengeschmissen. Mach doch. So. So. Oh, da kommen schon wieder Bosse. Nein, die Musik gefällt mir nicht so. Oh, der dicke Brocken hat mich erledigt. Also dieser Wischwischpinsel, den kann ich nicht empfehlen. Oh, das ist frech.
Wo sind denn alle? Ja, ich bin tot. Ja, markier mal, wo du bist. Hilfe. Ich lauf mal Richtung Korb. Ich geh zum Korb, da kommst du. Juhu. Danke. Siehst du, ich hab diesen blöden Fisch mich tot gesehen. Oh, jetzt bin ich kaputt. Ja, und ich auch. Oh, Feierabend. Ja, aber das ist doch ein gutes Stichwort. Und es gäbe theoretisch 3 Wellen und am Ende wird man halt bewertet, belohnt. Ah, sorry, das lag auch ein bisschen an mir. Alles gut, mir macht der Modus total viel Spaß als schöne Abwechslung, weil er halt chaotisch ist. Ein bisschen anders als der Multiplayer-Modus. Aber wie gesagt, ich finde ihn ganz cool für zwischendurch. Oh Gott, also ich wurde auch noch nach unten bewertet. Oh Gott. Also der macht auf jeden Fall Spaß. Und wir haben euch ja jetzt wirklich noch nicht alles gezeigt. Den Rest müsst ihr halt selber erkunden. Was wir natürlich noch machen, wir verlosen jetzt erstmal noch die 3 Exemplare plus Merch-Paket. Ja. Merch-Paket, ich nehme mal an, es wird ungefähr das sein, was Nintendo uns geschickt hat. Zum Beispiel ist da so ein schicker Tourenbeutel dabei. Und ein Mäppchen. Und Sticker und Schlüsselanhänger und Poster und das Übliche. Dafür hätten wir gerne von euch folgende Frage beantwortet. Und zwar, wenn ihr mit euren Freunden, Familie zusammen ein Team gründet, wie würdet ihr euren Teamnamen nennen? Bitte beachtet sämtliche Netiquette-Regeln. Weil also nicht Penis-Dudes23 oder so, sondern schreibt bitte in die Kommentare hier unter das Video, wie würdet ihr euer Team nennen? Was wäre euer Teamname im Same and Run zum Beispiel? Und dann werden wir da entsprechend 3-mal das Splatoon 3 Spiel inklusive Merch-Paket, die stellt Nintendo uns zur Verfügung, verlosen nach dem Glücksprinzip. Genau. Ich habe kein Glück gehabt hier heute bei den Matches mit dir. Muss an dir liegen. Ja, ich war nicht Profi genug, um dich auszugleichen. Nein, vielen Dank für die Partie. Hat Spaß gemacht, das Spiel ist super, macht viel Freude. Hat man, glaube ich, aber auch gesehen. Genau, und ansonsten, wie gesagt, da kommt noch ein Video von mir, wenn es euch interessiert, wie kindertauglich das ist. Also, bis dahin. Auf unserem Kanal gibt es natürlich noch viele weitere Videos von uns zu entdecken. Zum Beispiel findet ihr dort immer auch die monatlichen Release-Vorschauen, Indie-Tipps, lustige Let's Plays, alles, was wir so machen. Und das Ganze auf Hurzucker. Gerne Abo setzen, Glocke dabei auch. Und ja, gebt uns mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat.